Verstehen, annehmen, verändern. Das ist unsere Art zu denken und zu handeln. Und sie war im krisenhaften Jahr 2022 besonders wichtig. Wir denken hier an den russischen Angriffskrieg, wie auch viele andere Kriege in der Welt, an die Klimakrise und die Auswirkungen der Pandemie. Frieden braucht Entwicklung. Mit dem Ansatz Verstehen, Annehmen, Verändern konnten wir auf sich schnell veränderten Bedingungen reagieren. Wir sind handlungsfähig geblieben. Ganz konkret für unsere Arbeit bedeutet es, dass wir mit unseren Partnern weltweit im Gespräch sind, ihnen aufmerksam zuhören. So verstehen wir ihre Anliegen und passen unsere Arbeit entsprechend an. Denn gemeinsam können wir mehr erreichen und wirklich etwas verändern. Und wir verstehen, dass wir die großen Themen Armut und Hunger, Bildung und Gesundheit, Klimawandel und Mobilität nicht isoliert betrachten können. Das anzunehmen bedeutet, dass wir Antworten entwickeln, die Klima, Wirtschaft und Soziales gemeinsam in den Blick nehmen. Dann gelingt langfristige Veränderung. Wir danken unserer Gesellschafterin, der Bundesregierung, für das entgegengebrachte Vertrauen, diese Ziele angehen zu können. Und wir danken ganz besonders unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für wirklich unermüdliches Engagement, ihren Einsatz, die Welt ein Stück besser zu machen. Gemeinsam arbeiten wir an unserer Vision einer lebenswerten Zukunft, jeden Tag ein Stück näher zu kommen. Dabei gilt für uns immer: Verstehen, annehmen, verändern.